Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei YouTube und bei Yooka-Lady. Wir sind immer noch in der Casino-Welt und wissen immer noch nicht, wie wir an den Schmetterling rankommen. Jetzt holen wir uns aber erstmal hier diese Federn. So. Oh, da müssen wir aber sehr aufpassen, dass uns hier niemand abschießt. Na, nehmen Sie das. Danke. Die hole ich mir später. Na. Okay. Dann haben wir hier noch eine. So. Ist da noch mehr? Nee, ich glaube, das war's. Aha, okay. An die kommen wir offenbar auch später noch dran, wenn wir das hier benutzen können. Ich weiß allerdings nicht, was wir hier machen müssen. Das da haben wir ja schon gemacht. Ich weiß gar nicht, können wir das nochmal spielen? Nee. Okay, ja, ich glaube, ich gehe mal kurz raus und werde mal den Wälzer erweitern, dass wir hier noch gucken können, was es sonst so gibt. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen mehr erledigen. Wartet mal, das hier war der Fahrstuhl, um nach oben zu kommen, ne? Ja, genau. Super. Vielleicht kann ich dann nochmal zurückgehen an die Stelle, wo wir hier vorhin noch nicht weitergelaufen sind. Genau, weil da waren ja noch so Federn, wo wir runterschweben mussten, die ich nicht geholt hatte. Gerade mal von hier oben, ob es noch irgendwo was gibt, wo ich hinkomme. Wo ich hinkomme ohne. Ja, keine Ahnung, dass ich fliegen müsste oder so, da oben drauf. Also, ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch nochmal so eine Komplettfliegenfähigkeit bekomme. Weil da oben drauf seht ihr ja, da sind auch Federn und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Es sei denn halt in den erweiterten oder in der erweiterten Version gibt es dann da noch irgendwelche Sachen, die ich machen kann. Na mal schauen. So, hier haben wir wieder einen Automaten, mit dem ich mich nicht unbedingt beschäftigen will. Wollen wir doch mal Katos Fahrt probieren? Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Die ist immer sehr schwer, diese Fahrt. Na komm, wir probieren es mal. Howdy, Leute. Freut mich, dass nicht nur ich Spaß an einem sündig schönen Urlaub im Capital Casino habe. Wenn Frau Katos wissen würde, dass ich hier eine Clubtour mache, gäbe es Ärger ohne Ende. Er hat sogar eine Frau. Ich dachte eigentlich nicht, dass man als Bergarbeiter in solche Orte reingelassen wird. Nee, du, mich hält nichts ab von meinem Spaß. Also, wie wär's mit einer Fahrt? Okay. Dann fahren wir mal. Wir sind bereit, Katos. Die Gleise rufen. Yippie, und anschließend feiern wir mit ein paar Runden im wilden Weinfass. Okay. Das überlegen wir uns noch. Auf dieser Tour braucht ihr 150 Edelsteine, damit ihr einen Pagey bekommt. Alles aufsitzen. 150. Soll ich euch die Steuerung nochmal erklären? Nee, ich glaube, das weiß ich noch. Ah, das ist nicht euer erstes Rodeo. Ja, nee, ist es nicht. Also wenn ich das jetzt beim ersten Mal nicht schaffe, dann lasse ich das auch sein, sonst rege ich mich bloß wieder auf. Na dann. Autschen. Und direkt abgestürzt. Wie gut. Okay, ich versuche es nochmal. Das war ja jetzt nichts. Warum ist er nicht gesprungen? Probieren wir es nochmal. Ja, wir probieren es nochmal. Na, okay. Irgendwie konnte ich doch auch schießen. Wie war denn das nochmal? Auf Y? Ja. Nicht so einspringen. Oh Gott. Ich komme nicht mal über die erste Schiene hinaus. Das ist aber nicht gut. Okay, ich habe gesagt, ich probiere es nur einmal, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Ich möchte wenigstens bis ans Ende einmal kommen. Das ist ja sonst mega peinlich. Vielleicht einfach keinen Schwung nehmen. Ja.
klatschen. Ah, verdammt. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ist das schwer. Soll ich dich kurz aufmuntern? Das ist die schwerste Kartos-Aufgabe. Oh, schön. Das muntert mich jetzt sehr auf. Oh, nö, dann lasse ich es, glaube ich. Nee, ich will nicht nochmal fahren. Geh weg. Boah, ich habe ja die im Sumpf schon nicht geschafft. Oh, vielleicht später. Ja, bitte. Geh weg. Ich mag diese blöden Kartos-Fahrten nicht. Das ist echt schwer. So, darunter müsste ich jetzt quasi, um nochmal an die Stelle zu kommen, wo diese Federn waren. Wie komme ich auf das Dach darüber? Wartet mal. Schafft sie das? Oh, komm schon! Ja, sehr gut. Okay, da unten ist der Ausgang. Da will ich mal gerne hin, da drüben, wisst ihr? Da runterrutschen. Vielleicht schaffe ich es von hier aus, wenigstens da unten auf den unteren Rand. Das könnte ich hinkriegen. Jetzt gehen wir erstmal auf das Dach. Da habe ich ja eben auch noch schöne Federn gesehen. Nein. Oh, lassen Sie mich. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ist ja gut. Autschen. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Tschüssen. Was sind das da unten? Ah. Da ist die Verwandlungs-Uschi. Okay. Da ist auch noch eine Feder. Das muss ich mir mal merken. Wie kommt man denn zu der hin? Ach, einfach da reinlaufen. Ja. Hätte man jetzt auch drauf kommen können, ne? Okay, ich probiere es nochmal von hier aus, darüber zu kommen. Okay, unten hin kommen wir aber. Gerade so. Dann können wir uns wenigstens diese Federn hier mal holen. Boah, nicht runterfallen. Boah. Ich bin gar nicht da. So. Okay. Keiner zu Hause, gehen Sie weg. Also ich glaube, ich brauche tatsächlich... Aua! Ah! Eine Flugfähigkeit oder sowas. Ich denke, so wird es wohl sein. Ah, ich glaube, das ist da, wo ich da hoch müsste, wo ich vorhin noch nicht lang gekommen bin. Weil mir da auch noch eine Fähigkeit fehlt. Ah, hallo, guten Tag. Schön. Ja, da müsste ich dort hoch. Kann ich aber noch nicht. Okay. Habe ich hier hinten schon alles angeguckt? Ja, doch. Gut, dann gehen wir mal... Gehen wir mal zu der Tante mit dem Molekül. Allerdings haben wir das Molekül noch nicht gefunden. Nun. Wo war denn das jetzt? So. War das hier? Ja. Oh, da komme ich nicht hoch, verdammt. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja von ihrem Kopf aus abspringen. Da ist wieder so ein Schweinetypi. Wäre ich mal von da oben drauf gesprungen. Zwei Federn sind da oben noch. Sage mal! Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal das Buch größer und guck mal, was ich dann noch erledigen kann. Genau, das werde ich tun. So, wo ist hier der Ausgang? Irgendwo da.
Wo ist auch das Ding für Rextro, ist die Frage. Ist es hier oben drauf? Aber da komme ich ja gar nicht hoch. Nein, da ist nur eine Feder. Okay. Na gut. Oh. So. Ich würde dir raten, dich mal an den Automaten zu versuchen. Aber was genau muss ich denn da? Einfach nur dreimal das gleiche oder muss ich da ein bestimmtes Symbol bekommen? Das wäre mal interessant zu erfahren. Und kann ich an denen nur einmal spielen oder immer wieder? Dreimal Yuka und Laylee. Okay, das könnte ich eventuell hinbekommen. Zumindest an diesen Dreier, Dingern. Probiere ich gleich nochmal. Ich hatte am Anfang, als ich in die Welt reingegangen bin, schon mal versucht, aber naja, ich bin ein bisschen langsam. Huch, was passiert? Was passiert denn da? Ah, er sagt mir, dass da Trouser ist. Bitte sucht mich wieder auf, wenn ihr Lust auf ein paar erstklassige Angebote habt. Ja, ja. Vielleicht sollte ich das mal machen, bevor ich jetzt das Buch erweitere. Wo war denn das jetzt hier hinten, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, vielleicht sollte ich das mal machen und mir den Move auch noch geben. Eventuell kann ich den brauchen bei ihm. Das war doch jetzt irgendwo hier hinten. Zu Welt 5, ne? So. Ah, jetzt ist er hier nämlich weg. Und sitzt irgendwo da. Was ich halt auch machen könnte, ist mal die anderen Welten anzugucken, ob da noch was ist, was ich jetzt erledigen könnte. Aber da würde ich halt doch gerne, glaube ich, erst alle Moves haben wollen. Boah, schießen die jetzt auf mich? Nee. Genau das, worauf ihr gewartet habt. Ich habe gerade einen Chat geguckt, deswegen habe ich nicht gelesen. Lasst euch durch die Lüfte fliegen. Ah! Wie ein Adler, der eine Schlange trägt. Oh, ich habe doch gewusst, es gibt noch was zum Fliegen. Also gewinnen kannst du an jedem Automaten nur einmal. Wäre sonst ja etwas so einfach, wenn man bei einem Automaten genug Münzen farmen könnte für alle Pages in dem Level. Ja, schon. Hast ja recht. Oh, ich probiere das mit dem Automaten auf jeden Fall gleich nochmal. Endlich, ich dachte schon, du würdest uns nie etwas Nützliches beibringen. Oh. Um Flapsflug zu starten, halte einfach ZL gedrückt und drücke dann Y. Dann kannst du mit B fliegen und mit L runterkommen. Okay. Wenn ich werde ich sehr oft L aus Versehen drücken und dann abstürzen. Und damit habt ihr nun alle meine Gratistricks erlernt. Okay. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Buchwelt, Kumpels. Es hat mich sehr berührt. Bis bald, Trouser. Also, was hat er gesagt? ZL und dann Y? Mit B können wir fliegen. Ja, nice. Ach, und jetzt kommen wir hier überall nach oben. Sehr schön. Und das aber auch nur so lange, wie die Energie hält. So mit L wieder nach unten. Ach so, L ist das da, ne? L? Hä, hat er nicht gesagt L? Keine Ahnung. So, war jetzt da oben irgendwas, wo ich hätte hingehen wollen? Nicht wirklich. Okay, gehen wir zurück zu Welt 4. Ne. Guck mal, hier ist auch so ein Ball, übrigens. Kann ich mit dem irgendwas tun? Kann ich den irgendwo hinbringen, vielleicht? Kriege ich dann ja wieder ein Pagey? So. Hm.
Ach. Aber ich glaube, hier gab es kein Loch für den Ball. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich lasse das mal. So. Patsch, 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 patsch. Okay, einmal bitte den Wälzer erweitern. Ja. Oh, so langsam wird es aber auch knapp mit unseren Pages. Wir müssen mal wieder ein paar mehr sammeln jetzt. Ich glaube, für das nächste reicht es dann nicht mehr. Okay. So, was hat sich getan? Mal einen Schluck trinken, nicht erschrecken, könnte jetzt gleich einen kleinen Knall geben. Nee, doch nicht. So viel Kohlensäure war dann nicht in der Flasche. Okay, also an den Automaten spielen. Kann nicht behaupten, dass ich mich darüber freue. Aber jetzt können wir beim Brunnen mal nach oben fliegen und uns da diesen Schmetterling holen. Yay! Neue Schmetterlingsenergie. So, jetzt bin ich gespannt. Na, zeig mal. Willkommen im wundervollen, erweiterten Gesundheit Capital Casino. Viel Spaß mit unseren betrügerischen, verführerischen Spielen. Ah ja, da hinten geht's jetzt rein, da hinten geht's jetzt rein. Aha, aha, aha. Dann können wir diese Sache hier machen. Hm. Da können wir noch was machen. Da können wir noch was machen. Oh, viele, viele Sachen hier. Viel mehr als bei anderen. Das können wir nochmal benutzen. Okay, 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 okay. Wow, so viel. Krass. Nicht zumachen. So, dann machen wir gleich mal hier los, würde ich sagen. Gehen wir zuerst mal hier rein. Also keine Ahnung, bei den anderen Leveln oder bei den anderen Büchern, da gab es dann irgendwie immer so zwei, drei Sachen. Aber hier waren es jetzt, glaube ich, 5, 6, ich weiß nicht genau. So, was muss ich denn hier machen? Hey, nur für Mitarbeiter. Liest denn niemand das Schild? Sorry, wir sind einfach den Federn nachgegangen. Wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Mhm. Ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge hier heute. Schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals, dann gibt's eine Belohnung. Okay. Wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages im Voraus. Ich habe keinen Pagey, aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben. Wenn ihr die Kreaturen platt macht. Wie sieht's aus? Ja. Wir helfen, aber sonderlich sicher sieht es da drin nicht aus. Oh ja, ich hätte den Riesenlaser erwähnen sollen. Auf den müsst ihr aufpassen. Ich mache euch mal die Tür auf. Okay. Riesenlaser. Wartet mal. Was kann ich denn mit dem Laser machen? Ich will mal was probieren. Kann ich mich da reinstellen? Oh! Was ist das denn? Das ist ja mega. Warum weiß ich davon nichts? Okay. Ja, und wie lenke ich das jetzt am besten? Oh, nein, nicht wieder ausmachen. Aua. Hab ich's geschafft? Gerade noch rechtzeitig. Der Boss wollte schon
einen riesigen Toilettenpapierhalter aus mir machen. Okay. Hört sich nach schmutziger Arbeit an. Ja. Okay, ihr habt eure Gewinnmarken, kümmert euch jetzt um die Probleme anderer Leute. Dankeschön. Gut. Oh, ich sehe gerade da oben noch ein paar hübsche Federn, die hätte ich gerne. Was ist denn heute mit WhatsApp los? Warum macht es ständig Geräusche? Da muss ich nachher gleich nochmal nachgucken. So. Okay, das hätten wir. Dann gehen wir mal weiter außen rum und gucken, was wir als nächstes erledigen können. Wartet mal, hier war doch irgendwo... Ich meine, ich hätte schon mal irgend sowas wie so ein Laser oder so gesehen. So, dann probiere ich das mal mit dem Automaten. Also Yuka und Layli kommen immer nach der Banane, ne? Ja, genau. So. Und hier kommen sie nach dem komischen Casino-Menschen-Ding. So. Und dann wieder die Banane. Ja! Oh, die Rextromarke! Ja, aber war das jetzt schon der Gewinn oder kann ich jetzt hier nochmal spielen? Kriege ich jetzt hier noch Casino-Jetons oder nicht? Das ist eine gute Frage. Wer das weiß, kann mir das ja gerne mal beantworten. Ich gehe jetzt erstmal zu Rextro spielen. Hallo! Freunde, Rextro, froh euch zu sehen! Und wir freuen uns, dass du dich an uns erinnern kannst, Rextro. Oh ja, Rextro hat sich in moderner Spielakademie eingeschrieben. Rextro lernt über moderne Trends. Hast du schon gelernt, wie man nervige Charakterdialoge überspringt? Das ist Wahlfach. Typisch. Werfen wir mal deinen Spielautomaten an, Rextro. Super krass, Rexo sieht, dass Freunde Spielmünze haben. Bitte geh zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Na klar. So. Dann kann ich mir da oben gleich die Federn auch noch holen. Was? Hurdle, Hijinks oder so ähnlich. Hijinks? Irgendwie so. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja, natürlich. Sonst wäre ich doch nicht hier. Nee, das war's. Okay, danke schön. Supi. Ja, bei diesen Dreierdingern kriege ich das, glaube ich, ganz gut hin. Aber da waren auch noch so Fünferautomaten. Da wird's, glaube ich, schwierig. Aber kriegen wir auch irgendwie noch hin. Kann ja nicht so schwer sein. Nicht so schwer wie die Kartfahrt auf jeden Fall. Ach ja. So, Regeln. Sammle Federn, springe und weiche aus, schnapp dir Power-Ups, hol dir den Highscore, ja. Mit links und mit, ja, Bahn wechseln, B ist springen, ZR Ballrolle, ZL bremsen. Ballrolle? Nur Rennstrecke voller Hürden, trennt dich vom Ziel, nicht stolpern und blamieren wie Rextro. Ich gebe mein Bestes. Ballrolle. Gleich mal ausprobieren, was das ist. Irgendwie am Anfang am besten gleich. Also gut. Oder muss ich die ganze Zeit die Ballrolle machen? Ah, okay, ich verstehe. Ah. Okay. Kann ich auch schneller laufen? Hallo? Ich möchte das gerne die ganze Zeit machen. Warum geht das nicht? Oh. Nein, nein. Oh. Ah. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Stell mich ja an. Komm, geh doch runter. Ja, super, ne? Kann ich irgendwie wieder runter? Danke.
Nein, nicht da! Oh, lol. Bazooka, so hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, dein Tag war schön. Ja, ich kann das super, ihr seht das, ne? Was ist das denn für ein dummes Spiel? Warum macht er denn die Rolle nicht die ganze Zeit? Neuer Versuch, kostenfrei. Okay, ich möchte nochmal spielen, bitte. Hä, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich muss noch mal kurz auf die Steuerung gucken. ZR war die Rolle, aber warum kann ich die nicht die ganze Zeit machen? Das würde mich mal interessieren. Ballrolle. ZR, ja. Mein Tag war bisher super, war bisher auch noch recht kurz. Ach, bist du wahrscheinlich erst aufgestanden? Okay, das freut mich aber, dass er trotzdem super war bis jetzt. Ja, wir haben auch schon viel Spaß gehabt. Ah, okay. Probieren wir es nochmal. Ich versuche jetzt mal weniger mit der Rolle vielleicht. Bin aber dann, glaube ich, zu langsam. Die Ballrolle verbraucht Energie, so wie ich das gesehen habe. Ah. Na, ich mach's mal mit Laufen. Vielleicht reicht das ja auch. Ich habe nur das Gefühl, dass ich dann irgendwann zu langsam bin, oder? Nee, geht eigentlich. Na! Oh Gott! Wenn ich fisselig werde, Leute. Ich will ja erstmal nur bis zum Ende kommen. Das wäre ja schon mal schön. Mal ein bisschen stiller. Ah! Oh, wo bin ich jetzt? Ein blödes Spiel. Ah, die sind doch sonst so einfach gewesen, diese doofen Spiele. Nein, ich mag jetzt nicht nochmal spielen, Drecksro, geh weg. Ich will doch nur mal zum Ende kommen. Na komm, wir versuchen es nochmal. Ich darf nicht so fisselig werden. Das ist aber echt nicht easy, vor allem beim ersten Mal. Ich habe da damals so gestruggelt. Ja, man wird voll nervös, wenn man da einmal weit hinten liegt, ne? Und dann kannst du halt auch nicht immer diese blöde Rolle machen, weil dann kommst du irgendwie gegen die Hindernisse. Ich probiere es noch einmal. Dann höre ich auf, sonst werde ich hier gleich wieder furchtig und böse und fange an zu fluchen. Das will doch keiner hören, okay. Am Anfang ist es echt noch leicht, aber sobald dann diese ganzen vielen Hindernisse kommen, ist es schwierig. Ich glaube, wenn zwei Gegner auf einmal kommen, da müsste ich dann mal eine Rolle machen. Okay. Einfach ruhig bleiben, Lilly. Einfach ruhig bleiben. Das kriegst du schon hin. Oh, die Zeit ist gerade schon wieder fast um, ne? Letzter Versuch in dieser Folge, Freunde. So. Wie weit geht das denn? Das muss doch mal irgendwann zu Ende sein. Hier läuft ja nicht mal ein Timer oder sowas mit. Mich machen auch diese Glaswände überm Kopf oben drüber verrückt. Gott. Hey.
dagegen ist man offensichtlich nicht unverwundbar. Runter. Hoch. Hallo? Spring doch! Au wei, au wei. Puh! Wie lange geht das denn noch? Ja, das zieht sich. Oh mein Gott, nee, ich lasse es jetzt sein, sonst kriege ich hier gleich die Wut. Oh Mann, oh Mann. Also ja, wie gesagt, ich finde, im Gegensatz zu Banjo-Kazooie, dem es ja hier so ein bisschen nachempfunden ist, ist dieses Spiel echt schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Oh mein Gott. Okay, liebe Leute, auf YouTube, die Folge ist schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den einen oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Yooka-Laylee. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.